Mein Name ist Lisa Ruttig und ich arbeite in der Bibliothek des John F. Kennedy Instituts und das schon seit März 2015. Bin Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste und mache jetzt neben meinem Beruf noch eine Weiterbildung zum Bachelorabschluss für Bibliothekswissenschaften. Ja, Lustiges gibt es hier tatsächlich öfter mal zu berichten, aber so am eindrücklichsten bleibt mir immer im Gedächtnis, wenn Leute, also alles noch vor der Corona-Pandemie, zu unseren normalen Öffnungszeiten, als unsere Lesesäle noch nicht geschlossen hatten, wenn hier einfach Herrschaften vor einem stehen und sagen, ach, wissen Sie, ich bin hier mal zur Schule gegangen. Und man dann am Anfang, also gerade als ich neu hier war, habe ich mal gedacht, Schule ist doch ein Universitätsgebäude. Aber tatsächlich war das John F. Kennedy Institut früher mal eine Schule, bevor es in den 60er Jahren eben als Universitätsgebäude genutzt wurde. Und es ist halt total schön, die Leute dann zu sehen, wie sie hier rumlaufen, sich die Neuerungen anschauen und auch zu sehen, dass es ihnen sehr gut gefällt, was aus dem Gebäude geworden ist. Und am lustigsten ist einfach die alte Turnhalle, die ja jetzt ein Freihandmagazin ist. Da sind die Leute dann auch sehr gerne und sagen, ach na ja, die Bücher machen schon eine bessere Figur als ich damals hier unten. Und das kommt sehr häufig vor, dass wir ehemalige Schüler dann hier rumführen und denen zeigen, wie sich alles verändert hat. Ja, mein Arbeitsalltag hat sich durch die Corona-Pandemie sehr verändert. Wo ich davor noch jeden Tag hier vor Ort in der Bibliothek war, bin ich jetzt zur Hälfte im Homeoffice. Das bedeutet, unser eigentliches Kernteam wurde aufgeteilt in zwei kleinere Teams. Eines, das immer hier vor Ort ist, um den Leihbetrieb aufrechtzuerhalten, und das andere dann eben im Homeoffice. Im Homeoffice mache ich dann hauptsächlich Hintergrundtätigkeiten, bedeutet, ich beantworte Nutzerinnenanfragen per Telefon, E-Mail oder auch Facebook. Und kümmere mich auch weiterhin um unseren DVD-Bestand, indem ich neue DVDs bestelle, diese katalogisiere, damit sie dann auch in Primo zur Verfügung stehen zum Bestellen und Ausleihen dann auch. Hier vor Ort ist es jetzt hauptsächlich das Ausheben und Zurückstellen von den Bestellungen der Nutzerinnen. Ich sitze an der Leihtheke und wir halten einfach so den Betrieb am Laufen, auch den Digitalisierungsservice, wo dann Nutzerinnen Auszüge aus Büchern bestellen können oder aus Zeitschriften. Und das ist dann hauptsächlich meine Tätigkeit, wenn ich hier vor Ort bin. Aber es hat sich schon sehr verändert, mein Arbeitsalltag. Ja, mein Highlight im letzten Jahr war dann tatsächlich die Wiedereröffnung der FU-Bibliotheken, also auch bei uns. Das heißt, wieder zumindest teilweise hier vor Ort arbeiten zu können, ein paar Kolleginnen wiedersehen zu dürfen, auch ein paar altbekannte Nutzergesichter wiederzusehen und ja, einfach wieder unseren Bestand präsentieren und rausgeben zu können. Das war dann schon was Besonderes nach dem ersten Lockdown im März 2020. Ja, da wünsche ich mir, dass wir Bibliotheken einfach das bessere Google werden. Belletristik, Printbuch, Sach, E-Book. Besitzen. Ruhe, Primo, was für eine Frage. DVD, Datenbank, definitiv.